Thema unverbindliche Vorleistungen. Ich sehe das häufiger bei kleineren Startup-Unternehmen in der Softwareentwicklerbranche, aber auch Agenturbranche, die noch nicht so ganz erfahren sind, die sich sozusagen vielleicht über einen längeren Zeitraum Gary Vee oder mehr Geschäft oder sowas reingezogen haben und quasi dann so leicht Gehirngewäsche erfahren haben bezüglich, ja, wie man sich wie man Neukundengewinnung betreibt, nämlich über Jab, Jab, Jab und dann Ask. Ja, also mit anderen Worten gibt es dieses Gary Vee Video, Jab, 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 Ask oder so ähnlich. Mit anderen Worten heißt es ja, gib, 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 gib. Und irgendwann ist der Prozentsatz deiner Audience über Social Media zum Beispiel, die halt ein sehr stark reziprokes Mindset vorhanden ist bei denen im Gehirn. Das heißt, wo man relativ schnell, ja, Anführungsstriche, Schuldgefühle eben erzeugen kann im Sinne von im positiven Sinne, dass man sagt, okay, du hast mir so viel gegeben, ich muss dich jetzt auch einladen, ja, oder wir was zurückgeben. Ja, also quasi dieses typische, man geht ins Irish Pub und es wird immer eine Runde ausgegeben, immer eine Runde ausgegeben. Irgendwann sagst du, hey, nee, 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 jetzt ist meine Runde dran, jetzt ist meine Runde dran. Also dieses Reziprozitätsgesetz trifft nicht bei allen Menschen gleichermaßen zu, eben immer nur bei einem Teil von Menschen und da funktioniert es wahrscheinlich auch. Aber was hier bei manchmal vernachlässigt wird, ist der potenzielle Kundenwert, also Customer Lifetime Value. Wenn ich das, also sagen wir mal, ein Startup-Unternehmen sich bei mir eintragen und bei mir ein kostenloses Erstgespräch wollen, dann ist es häufig so, dass die, wenn ich sie dann frage, eine der ersten Fragen, ich frage sie immer einen ganzen Fragenkatalog ab, bevor ich überhaupt irgendwas beraten kann oder irgendwelche Tipps geben kann. Und eine dieser wichtigsten Fragen ist, was ist dein Kundenwert? Was ist dein Customer Lifetime Value? Und auf diese Frage haben viele überhaupt keine Antwort. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil nur bei den Kunden, nur wenn ich meinen Kundenwert kenne, also mein Customer Lifetime Value, und den errechne ich nicht auf einer Basis von 3 oder 5 oder 6 Monaten, sondern mehreren Jahren. Das heißt, wenn ich jetzt quasi Startup bin, muss ich mir die Daten irgendwo anders erholen oder errechnen. Aber wenn ich natürlich, viele haben halt schon länger ihr Business davor gehabt oder sind irgendwie schon tätig gewesen in dem gleichen Gebiet. Und dann sollte man schon einen Zeitraum von 1, 2, 3, vielleicht sogar 5 Jahren hernehmen, je nachdem, was man genau macht, um herauszufinden und möglichst präzise herauszufinden, was grundsätzlich ein Kunden wert ist, was wirklich ein Kunde wert ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch rückwärts kalkulieren und sagen, okay, es lohnt sich, sagen wir mal, 20% der Audience ist auf Reziprozität, springt auf Reziprozität an und mein Kundenwert für einen Kunden ist X, Y Euro, dann rechnet sich das unterm Strich langfristig. Ja? Wenn ich natürlich einen sehr geringen Kundenwert habe, dann kann ich natürlich nicht so viel umsonst geben. Ja? Also, wenn ich jetzt Kundenwert habe, potenziell Kundenwert, fünfstellige oder vielleicht sechsstellige oder vielleicht sogar siebenstellige Summen, dann kann ich natürlich ganz viel gratis erstmal rausgeben, um den Kunden dann so einen hochpreisigen Kunden zu gewinnen in der IT-Branche. Ja? Wenn ich aber, sagen wir mal, Kunden werden durchschnittlich haben von nur ein paar tausend Euro, also vierstellige Summen, dann kann ich natürlich je Kunde nicht so viel leisten, so viel gratis rauszugeben. Viele automatisieren es dann über Online-Marketing, also quasi sowas wie Tripwire und so weiter. Aber das sind in der Regel halt nur sehr generelle Informationen. Also das ist jetzt nur bedingt, sagen wir mal, Jab, Jab, Jab. Ja? Also so ein PDF holt halt niemanden wirklich mehr hinterm Kamin vor. Ja? Also es gibt schon sehr wertvolle auch Inhalte, die man quasi in einem PDF packen kann. Aber der eigentliche Jab, 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 der eigentliche Mehrwert, den du bietest, unverbindlich, ist quasi sowas, wie du bei mir auch buchen kannst in einem halbenstündigen Gratis-Strategiegespräch, wo du quasi individuell auf jeden Einzelnen eingehst, in einem One-to-One-Gespräch. Da gibst du, ja, oder wie halt auch in der IT-Branche bei Systemhäusern häufig der Fall ist, die ersten ein, zwei Workshops, die teilweise Stunden dauern oder sogar halb oder einen halben Tag oder einen ganzen Tag und alle gratis noch sind, um letztendlich dann hinten raus einen Kunden mit einem Lifetime Value, mit einem Kundenwert von 1 Million Euro dann zu gewinnen. Gibt man erstmal, gibt man erstmal, gibt man erstmal. Also teilweise Workshops, die Tage dauern, die theoretisch schon an sich eine fünfstellige Summe wert wären. Das heißt,
Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ob und wie du und welche Dosierung du Jab, Jab, Jab anwenden kannst und es Sinn für dich ergibt, hängt ganz stark von deinem Kundenwert ab. Und um deinen Kundenwert zu errechnen, brauchst du einen gewissen Zeitraum, damit diese Kundenwerterrechnung auch aussagekräftig sein kann, weil du darauf ja deine gesamte Kalkulation dann und deine Marketingstrategie aufbaust. Und deswegen mach erstmal deine Hausaufgaben und finde heraus, was genau dein Kundenwert ist und dein Customer Lifetime Value. Dann kannst du herausfinden, welche Marketingstrategie in Form von Reziprozitätsgesetz basiert, Jab, 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 and Ask, du welche Dosierung anwenden möchtest und damit rausgehen möchtest. So, das ist mein Tipp zu dem ganzen Jab, 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 Gary V, und mehr Geschäft und so weiter. Viele machen das ja auf der Art und Weise, was ja auch durchaus funktionieren kann. Nur muss man eben vorweg seine Hausaufgaben hier machen, um genau zu wissen, okay, das muss ich reingeben und das lohnt sich und das ist die richtige Dosierung an Jab, 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 an Geben, Geben, Geben und gratis und unverbindlichen Content und Strategiegesprächen und so weiter und so weiter, und Workshops, dass ich das hinten raus eben entsprechend mit Faktor 50, 20, 100 oder was auch immer für ein Faktor da hinten raus eben rentiert. Ich hoffe, das war's. Soweit ganz plausibel. Lass mir einfach einen Kommentar da, wenn dir das weitergeholfen hat oder wenn du dir irgendein anderes Thema wünscht. Bis nächstes Mal, dein Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Ciao.